Und Leute, meine Arbeitskollegen und ich, wir haben mithilfe von KI, künstliche Intelligenz, haben wir ein Filmdrehbuch schreiben lassen. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Da kann man einfach so ein bisschen eintippen und dann sagt man so, ja, wir wollen einen Horrorfilm haben. Das hier sind die Parameter, so ja, die und die Personen sollen drin vorkommen. In der und der Szenerie, man kann ihnen auch Charaktereigenschaften geben, haben wir hier jetzt nicht gemacht. Das heißt, falls ihr beim nächsten Film mitwirken wollt, ne, schreibt einfach in die Kommentare, was man so für einen Film drehen kann. Action, Komödie ist jetzt nicht so lustig, weil dieses Programm kann irgendwie nicht lustig sein. Ja, schreibt es in die Kommentare, ich werde drauf eingehen, vielleicht kommt sowas jetzt häufiger, mal gucken. Und jetzt sage ich einfach mal, Film ab. Ach ja, falls ihr Bock drauf habt, ne, bevor das Video losgeht jetzt, liken, abonnieren, falls ihr hier keinen Hollywood-Blockbuster mehr verpassen wollt. Steven Spielberg kann einpacken, der Versager. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, ne? Glocke aktivieren, ganz wichtig. In dem Sinne, Film wirklich ab. Interior. Werbeagentur. Tag. Wir sehen vier kindische Mitarbeiter. Magnus, Marvin, Dominik und Frederik in ihrem Büro. Sie lachen und scherzen herum, während sie an einer neuen Werbekampagne arbeiten. Magnus, ich habe eine großartige Idee für unsere nächste Werbekampagne. Wir machen ein Video, das zeigt, wie gruselig es in unserem Büro ist. Die anderen lachen und stimmen zu. Sie beschließen, das Video nach Feierabend zu drehen. Später am Abend. Die vier Mitarbeiter sind im Büro und bereiten sich auf die Aufnahmen vor. Als sie das Video drehen, passieren jedoch seltsame Dinge. Das Licht flackert, Gegenstände bewegen sich von selbst und es ist ein unheimliches Flüstern zu hören. Umsatzsteuervoranmeldung. Dominik, was zum Teufel ist das? Ich glaube, wir sollten aufhören. Frederik, nein, das wird großartig, wir müssen weitermachen. Als sie weiterdrehen, wird die Atmosphäre immer unheimlicher. Plötzlich wird Marvin von einer unsichtbaren Kraft angegriffen und zu Boden geworfen. Die anderen versuchen ihm zu helfen, aber es ist zu spät. Marvin ist tot. Magnus, wir müssen hier raus, jetzt! Sie versuchen zu fliehen, aber die Türen und Fenster sind verschlossen. Sie sind gefangen. Dominik, das ist alles deine Schuld, Magnus. Warum hast du uns dazu gebracht, dieses Video zu drehen? Magnus, ich wusste nicht, dass so etwas passieren würde. Frederik, wir müssen einen Ausweg finden, bevor es zu spät ist. Als sie weiter nach einem Ausweg suchen, finden sie heraus, dass sie nicht alleine im Büro sind. Es scheint, als ob das Büro von einer bösartigen Macht besessen ist, die sie alle töten will. Am Ende überlebt keiner der Mitarbeiter und das Büro bleibt ein Ort des Horrors, der von niemandem betreten werden sollte. Fade out. Sehr schön, ich hoffe, euch hat es gefallen. Soll ich noch was sagen? Nee. Das ist wie engagiert der Mann war. Ich hab gleich Feuer. 'Zum Gruseln. Ich sag's euch. Ja, das war jetzt der Film. Wir haben versucht, keine Jumpscares einzubauen, beziehungsweise ChatGPT. Das war's eigentlich schon. Abonnieren, teilen, erzählt eure Oma von mir und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!